So, das war's jetzt aber mit Ausruhen. Jetzt habe ich aber auch richtig Hunger. Aber zum Glück habe ich ja noch diesen Apfel hier. Den kann ich ja jetzt auch schon mal essen, damit ich was hab. Und dann werde ich die anderen suchen. Ah, hier unten ist ein ausgeleuchteter Raum. Der führt bestimmt auch zu den anderen beiden. Ich werde die jetzt mal einfach suchen. Ich wusste gar nicht, dass die hier in der Antarktis so modern sind. Komm, wir schauen mal, wohin der hinführt. Vielleicht gibt es ja in der Antarktis Gold. Und wir gehen jetzt zu einem Goldzug zu. Dann können wir ja glatt auch was mitnehmen. Kann ich mir zwar nicht wirklich vorstellen, aber vielleicht führt dieser Weg ja wirklich irgendwo hin, wo wir endlich wegkommen können. Und was machen wir jetzt mit dem Alex? Egal, der hat uns auch im Stich gelassen, wie er auf dem Containerschiff die Äpfel gefunden hat. Dann können wir ihm auch jetzt im Stich lassen. So langsam habe ich nämlich auch keinen Bock mehr auf Kälte. Da bin ich eben egoistisch. Ah, da stehen ja auch die anderen Forscher. Die kann ich ja auch mal fragen, ob die die anderen schon gesehen haben. Alex, was machst du denn hier? Ich wollte mit dem Zug mit euch wegfahren. So viel Lust habe ich nämlich nicht mehr in der Antarktis. Aber natürlich hätte ich auf euch gewartet. Und wenn wir nicht gekommen wären, wärst du dann einfach weg gefahren? Nein, dann hätte ich euch doch selbstverständlich gesucht. So macht man das ja bei Freunden. So hätten wir das natürlich auch vorgehabt. Ich dachte, wir würden nicht auf Alex warten und getrennt fahren, Bruno. Wie? Was? Ihr wolltet etwa alleine fahren? Nein, das hätten wir nie vorgehabt, Alex. Der Patrick hat die Kälte scheinbar nicht so gut getan. Natürlich hätten wir dich auch mitgenommen. Das habe ich aber gerade ganz anders verstanden. Meine Ohren sind ja noch nicht eingefroren. Ja, bestimmt hast du dich verhört, Patrick. Lass mal lieber im Zug reingehen, bevor dieser wegfährt. So, jetzt sind wir erstmal im Zug. Jetzt können wir auch in Ruhe nach Hause fahren. Ja, das hoffe ich auch. In der Antarktis war mir das auch viel zu kalt. Da bin ich doch lieber in Deutschland. Ich mag die Kälte. Warum das denn, Patrick? Bei Kälte bleiben die Dinge länger frisch. Meinst du jetzt Nahrungsmittel, die du dir einfrierst? Ja. Ich esse lieber Fischstäbchen im eingefrorenen Zustand. Dann knacken die besser. Dann hättest du ja hier bleiben können, wenn dir das hier so gut gefällt. Ich hoffe mal, dass der Zug nach Sibirien fährt. Dann wäre ich auch zufrieden. Wohin fährt denn jetzt wirklich der Zug? Weiß das jemand von euch zufälligerweise? Keine Ahnung. Ich habe jetzt auf kein Schild geachtet. Weißt du das zufälligerweise, wo wir hinfahren, Patrick? Nein, ich hoffe nur, wie gesagt,
dass wir wieder in die Kälte fahren. Oh nein, bitte nicht